The Masked Singer ist zurück. Hier bekommt ihr alle Kostüme von Staffel 6 in der Übersicht und erfahrt nach jeder Show, wer enttarnt wurde. Seit 19. März 2022 geht The Masked Singer Staffel 6 wieder wöchentlich auf ProSieben auf Sendung. Mit dabei natürlich tolle neue Kostüme und sogar eine Maske, die nach einer Publikumszusendung angefertigt wurde. Neben ein paar kurzen Infos zur jeweiligen Maske erfahrt ihr nach jeder Sendung an dieser Stelle auch, welche Maske fallen musste und wessen Identität enthüllt wurde. Galaxis enttarnt, es ist Joanna Zimmer. Galaxis entspringt einem Meteoriten, der auf der Erde in ein Gewächshaus eingeschlagen ist. Sie ist sehr anpassungsfähig und ihr Kostüm besonders farbenfroh und detailreich. Bis zur Fertigstellung hat dieses Kostüm etwa 800 Arbeitsstunden beansprucht. In Show 4 war für Galaxis leider Schluss, unter diesem Kostüm kam Sängerin Joanna Zimmer zum Vorschein. Der Koala enttarnt, es ist Paul Potts. Dieser australische Auswanderer liebt die deutsche Küche und hat mittlerweile seinen eigenen Imbiss eröffnet. Bestellungen liefert er selbst mit dem Rad aus und dabei gilt, safety first. Das Koala-Kostüm hat etwa 700 Arbeitsstunden beansprucht und kann sich wirklich sehen lassen. Trotz toller Performance hat es den Koala in Show 3 erwischt, unter dieser Maske kam der britische Tenor Paul Potts zum Vorschein. Die Möwe enttarnt, es ist Tjano Jobbity. Dieser norddeutsche Schnattervogel verbreitet überall Heiterkeit und bietet neben Lachen to go auch Strandkörbe an. Der Seemannslook der Möwe hat genau wie das Zebra ca. 700 Arbeitsstunden in Anspruch genommen. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch die Maße des Kostüms sind eindrucksvoll, mit 2,50 Metern hat die Möwe wohl den besten Blick auf der Bühne, nur die eigene Flügelspannweite von knapp 3 Metern kann das noch übertreffen. Dennoch war die Möwe nur kurze Zeit dabei, in Show 2 musste diese Maske fallen, darunter verbarg sich Journalist und Moderator Tjano Jobbity. Brilli enttarnt, es ist Janine Michelsen. Brilli war das erste Kostüm, das auf Grundlage einer Kinderzeichnung angefertigt wurde. Allerdings war schon in Show 1 Schluss für den freundlichen Schaumstoff-Gute-Laune-Bringer. Unter dieser Maske steckte Moderatorin Janine Michelsen. Das Zebra. Statt des klassischen Schwarz-Weiß-Looks kommt das Zebra lieber in knallbunten Farben und mit funkelnden Glitzer-Accessoires daher. Etwa 700 Arbeitsstunden verbrachten die Kostümbildner SternInnen damit, das kunterbunte Outfit anzufertigen. Für das sowohl gepunktete als auch gestreifte Fell des Zebras wurde eine spezielle Airbrush-Technik angewendet. Der Dornteufel. Der Dornteufel ist mit 1000 Arbeitsstunden mit Abstand das aufwendigste Kostüm der neuen Staffel. Die harte Schale täuscht hier aber, denn darunter verbirgt sich ein weicher Kern. Das Aussehen dieser Maske soll aber nur den KonkurrentInnen Angst einflößen, denn eigentlich ist der Dornteufel eher sanftmütig unterwegs und setzt sich sogar als Friedensbotschafter ein. Der Seestern. Der glitzernde Seestern hat sich lange genug unter dem Meer versteckt, jetzt wagt er den großen Schritt auf die Masked Singer-Bühne. Mit knapp 400 Arbeitsstunden gehört er mit seinem samtig schimmernden Look zu einem der weniger zeitintensiven Kostüme. Umso länger will sich dieser Star aber auf der Showbühne halten. Der Gorilla. Der Gorilla besticht auf den ersten Blick vor allem durch seinen feinen Zwirn. Und der kommt nicht von ungefähr, denn er hat royale Wurzeln. Nichtsdestotrotz ist der Masked Singer Gorilla ein sehr bodenständiger Vertreter seiner Gattung. Er interessiert sich für Start-ups und nimmt lieber die U-Bahn statt den Chauffeur. Für sein Kostüm waren ca. 500 Arbeitsstunden nötig und für sein Fell wurden echte Menschenhaare verarbeitet. Der Ork. Der Ork ist mit seiner stattlichen Größe kaum zu übersehen. Fürchten muss man sich aber nicht, denn der Ork ist äußerst friedlich unterwegs, sogar etwas schüchtern und hat ein großes Herz. Auf der Masked Singer Bühne präsentiert er zum ersten Mal vor Publikum sein Gesangstalent. Die Disco-Kugel. Die Disco-Kugel mag es retro. Musikalisch fühlt sie sich in den 80er Jahren am wohlsten und versucht damit auch das Masked Singer Publikum zu überzeugen. Damit der Promi unter dem Kostüm sehen kann, wurde hier eine spezielle Spionfolie verarbeitet, die nur von einer Seite durchsichtig ist. Im Video bekommt ihr alle Kostüme nochmal im Schnelldurchlauf. Hat dir dieser Artikel gefallen?
Diskutiere mit uns über aktuelle Kinostarts, deine Lieblingsserien und Filme, auf die du sehnlichst wartest, auf Instagram und Facebook. Folge uns auch gerne auf Flipboard und Google News.